gesagt, zack ich. So, 13 Rohre vor. Jetzt sind die sogar noch vor allen anderen da. Hätte ich nicht mitgerechnet. TH1 VU LKW TH0 VU Sachschaden B0 Busch Baumbrand. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier in Emergency 5 in der neuen Lüdenscheid-Version hier auf der Karte Brandstedt. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir fahren direkt zu den ersten drei Einsätzen. Hier geht's auf jeden Fall schon wieder gut los. Action ist da vorprogrammiert. Ja, wir fahren jetzt hier gerade mit dem TLF zu einem Baumbrand an der Autobahn. Oh, da sieht man schon am Kartenrand. Wir fahren direkt mit LF und TLF, weil auf der Autobahn, na, ihr kennt es wahrscheinlich, die Wasserversorgung ist jetzt nicht so die beste. Deswegen mal direkt mit TLF, dass wir schon mehr Wasser vor Ort haben. Wir können mal gucken. Okay, jetzt sind es schon drei kleine Brände. Ich würde sagen, wir warten noch einen fixen Moment. Hä? Was macht ihr denn? Geisterfahrer, was ist denn das? Okay, dann machen wir es direkt so. Die Maschinisten haben wohl auch den Lehrgang für die Gebirgsjäger gemacht, dass sie direkt die abkürzen können. Noch ein Wagen? Frage, wo fahrt ihr denn jetzt hin? Ach, die Wache 25, genau. Die fährt zu dem nächsten Verkehrsunfall. Ist gerade hier viel auf der Autobahn los, ne? Ist ja unfassbar. Ja, ihr fahrt zu dem Verkehrsunfall hier vorne. Und da scheint es wohl auch gekracht zu haben. Oh, Perspektive ist hier sehr interessant. Das ist cool. Dann machen wir hier kurz den dicht. Hier, wir müssen mal Jens fix absperren. Wir leiten auch direkt Fahrzeuge um. Direkt LED-Matrix ausmachen. Alles klar, das nenne ich mal hier krasse Besprechung. Guck mal, TLF direkt halb Wasser, halb voll, halb leer, ne? Und? Ach ey, was haben wir denn hier für verrückte Sachen? Das TLF hat wohl auch wieder einen krassen Lehrgang gemacht zum Fahrzeugparken. Weiteres HLF zieht vor, dann ziehen wir auch nochmal einen Meter vor und machen Straße erstmal dicht. LED-Matrix einmal zu, hier steigt einmal aus, wir müssen erstmal direkt... Erstmal Vollsperrung hier, es geht mir erstmal ein bisschen zu sehr hier gegen die Linie. Nee, du guckst mal von hinten. Ein Rohr hätte ich gerne zur Sicherstellung für den Brandschutz. Zwei HLFs haben wir. Du machst auch nochmal ein Rohr zur Bereitstellung. Die Polizei macht einmal eine Vollsperrung. Beziehungsweise an der Seite dürfen zwar weiterfahren. Aber keinen Meter weiter. So, Notarzt. Auch du. Bereitstellung. Da haben wir schon die erste Person eingeschlossen. Okay. Dann einmal checken, wie es aussieht. Kreislaufkollaps. Direkt mal, genau. RTH. Man kennt's. Okay, die beiden sind noch da. Abschlepper, die rollen, die brauchen ein bisschen. Okay. Hier ist noch eine Person eingeklemmt. Hier ist keine eingeklemmt. Schön hier am Kreisverkehr, ne? Technische Rettung wird durchgeführt, sehr schön. Dann haben wir schon den ersten Patienten. Oh, wir haben direkt... Wir haben hier direkt noch ein paar mehr.
wahrscheinlich schon wieder Stichwort erhöhen. Das scheint ja hier wieder ordentlich gekracht zu haben. Ist ja was hier. Hier scheint auf jeden Fall mindestens 4 Personen verletzt zu sein. Das heißt nochmal ein weiteres RTW NEF Gefährt. Also einmal, zweimal. Perfekt. So, dann können wir schon parallel direkt den nächsten ausrüsten. Der darf sich mit dem nächsten Patienten kümmern. Auch ihr beide. Na, hast du es jetzt? Jetzt hast du es. Ja, hier direkt im großen Kreisverkehr. Scheint es mal wieder ordentlich gekracht zu haben. Aber zum Glück sind wir hier gut in der Zeit. Keine Toten, keine... Okay, Verletzte haben wir, aber wir haben einen Doc vor Ort. Also das wird dann, ja, alles seinen Weg gehen. Der ist schon transportstabil, dann rennen direkt weiter zum nächsten. Du gehst auch mal direkt weiter. Dann gerne einmal ein bisschen zur Seite gehen. Oh, jetzt haben wir aber wieder ein paar mehr Fahrzeuge vor Ort. Ei, 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 ei. Ja, wie es immer so schön heißt, passen Sie auf, fahren Sie langsam, sonst knallt's. Wir nehmen natürlich den hinteren RTW als erstes. Wir ziehen dich mal ein bisschen weiter weg hier von der Ölflecken. Umweltschutz. Einmal Ölbindemittel. Der Kollege darf auch mal Ölbindemittel sich aussuchen. Aber wir brauchen nur einen. Perfekt. Scheint ja hier wieder geil auszusehen. Allgemein, die Version ist so geil geworden, finde ich. Was es jetzt alles für Fahrzeuge gibt, für neue Funktionen, das ist einfach der Wahnsinn. Und die Soundkulisse finde ich auch richtig cool. Und der Ölfleck ist weg, sehr schön. Das heißt, wir können jetzt schon mal die RTWs langsam nach Hause schicken. Jetzt fahren alle. Perfekt. Die Abschlepper dürfen mal kommen. Wie sieht es bei dem Sachschaden aus? Ach, guck mal. Ja. Hier fährt einer, ja. Der Kollege fährt auch nach unten. Das ist der Entstördienst. Hä? Hängt hier noch irgendwo einer unter der Autobahn fest oder an den Seiten? Na, wo ist der denn jetzt hin? Hm. Verrückt, verrückt. Müssen wir gleich mal gucken. Sehr gut. Wie gut, dass ich 2 Notärzte dabei habe. Dann kann nämlich einer direkt mal zusteigen. Und dann gucken wir, ob der hier auch noch eine Notarztbegleitung braucht. Ah, nee, doch, der muss den erstmal aufnehmen, genau. Dann Krankenhauszuweisung 4, RTW 4. Einmal Schädelbasisbruch chirurgisch. Mit Sonderwegerechten und Notarzt. Okay. Den haben wir schon zum Klinikum gebracht. Fehlt nur noch der eine.
Und sobald alle Herrschaften im Rettungsdienst übergeben wurden, beziehungsweise im Fahrzeug sind, können wir dann die Feuerwehr heimschicken. Brandschutz. Ja. Der Brandschutz ist sehr sicher. Er sieht sehr sicher aus. Während der Patient hier nicht so sicher aussieht, deswegen mal direkt einen Neff hinterher, weil ich glaube, den haben wir ein bisschen verpennt. Upsi. Passiert den Besten. So, der Kollege muss auf jeden Fall von der Bahn runter. Aber das müsste der Notarzt sein, wahrscheinlich. Der Notsan. Genau. Ja, dann Abteilung Feuerwehr. Wir fahren heim. Einmal aufspannen. Alle Einheiten zurückschicken. Ne? Geile Funktion, warum nicht auch nutzen? Ja, so sieht das doch auch schick aus, ne? Wir haben eine Vollsperrung. Die Abschlepper rollen. So muss es doch aussehen. Aha. Da scheint ein Kollege hier ein bisschen komisch zu fahren. Helfen wir mal kurz nach. Wo haben wir es? So. Fahrzeugwracks abschleppen. Haben wir gemacht, sind wir dabei. So. Dann dürft ihr schon mal die alle zurückbauen. Genauso wie da. Ach, guck mal, jetzt haben wir doch... Okay. NEF ist da, aber Patient doch stabil bekommen. Sehr gut. Das finde ich sehr schön. Dann können wir nur noch den abtransportieren. Und dann können wir die Herrschaften hier auch schon die Straße räumen lassen. Die Herrschaften sind alle... Hä? Stau. Ach so. Cool. Stau auf dem Kreisverkehr. So muss es doch sein. Ich habe das Gefühl, wir sind hier in der Realität. Überall Stau in alle Himmelsrichtungen. So, jetzt macht mal Weg frei hier. Es ist ja... Ist ja furchtbar. Ne, Patrouille starten wollte ich. Sehr schön. Es rollt wieder. Und sogar hier Reißverschlussverfahren. Sehr gut. Oh nein. Nein. Ist es jetzt wirklich Chaos? Ich hoffe nicht. Komm, ihr müsst mal hier weiterfahren. Das ist jetzt wirklich ganz toll. Ah, wird schon. Das wird schon, denke ich mal. So. Dann kümmern wir uns jetzt mal unserem Kreislauf-Kollab. Ich schließe die beiden jetzt ab, weil der eine Abschlepper mit dem Wagen ein bisschen buggy unterwegs war. Den anderen Arzt hatten wir ja auch schon fertig, deswegen ist das kein Problem. Und der B2, Gebäudebrand. Ey, was heißt hier schon Einsatz erreicht? Ich bin noch gar nicht da. Okay, dann bin ich wohl doch schon da. Welche Wache ist das denn? Das müsste die 14 sein. Ja genau, falsch. Die 21. Wache 21. Roger, Wache 21. Einsatz zur Löschgruppe Donnenbach. 21, HLF 1 sowie 21. MLF sowie GWL 2. Sowie ein Löschzug. Die 23 fährt ebenfalls einmal an. Boah. RTW kann man immer gebrauchen. So. Ah, dann gucken wir mal. Kreislaufkollaps. Immer ihr mit eurem Kollaps. Trinkt mal mehr, dann passiert euch das nicht. Kreislaufkollaps. Da, sehr gut. Die brennt wieder gleich die halbe Karte, ich sag's doch. Du fährst mal direkt durch.
Du fährst mal direkt durch. Leute, das ist keine Übung. Mal einen Zahn zulegen hier. Zack, zack. Alles ein bisschen plötzlich und bis gestern. Mann, Mann, Mann. Habe ich den ganzen Tag Zeit. So, 23. Du warst vorhin schon einmal im Einsatz, glaube ich. Oder nee, es war die 25, ne? Genau, die 25 war das. Ah, dann nochmal Glück gehabt. So. Was? Zweite Woche drauf und es breitet sich immer noch aus. Ay caramba. Ah, du ziehst dich mal ein bisschen zurück. Ah, stell dich mal hier hin zum Verkehr absperren. Du ziehst dich auch mal zurück. Sehr schön, richtig schöner FF-Einsatz hier. Wache 23 und wenn ich mich nicht irre, auch die 21. Er braucht denn schon einen Hydrantenplan. Glücklicherweise haben wir da sehr viele nebeneinander. Aber dafür haben wir in vielen Gebieten keine. Das ist so die Sache, ne? Ich hab gesagt, zackig. So, 3C-Rohre vor. Silka-Wenderohr ebenfalls vor. Sehr schön. Ich muss aber auch sagen, ich habe das Gefühl, dass viele Fahrzeuge überarbeitet wurden. Also auch gerade der Innenraum, ne? Richtig cool, schön detailreich. Sehr, sehr schön. Und Notarztbegleitung, ja, nein? Na, wie sieht's aus? Ja, nein, vielleicht? Perfekt. Nein, natürlich nicht. Einsatzabschlussmeldung. Wache 23, Löschzug 21, frei auf Funk, Feuer aus. Sehr schön. Das heißt, der Kollaps ist auch fertig. Wir haben fertig. B1, Heimraum. Sagt er und fährt direkt zum nächsten Einsatz. Löschzug. Ja, dann fahren wir direkt weiter. RTW, ihr packt mal seitlich bitte. Fuß-DW, du fährst dahin. KDW knallt direkt durch, das finde ich gut. Was waren die 23er? Die 23, da das deren Wachgebiet ist, ihr fahrt dann auch mal direkt durch. Dann haben wir zwar vielleicht zwei Löschzüge hier stehen, aber es schadet ja nicht. Vergiftung, Überdosis. Da würde ich mal direkt NEF mitschicken. Das klingt nämlich nicht so schön und... Oh. Feuer klingt auch nicht so gut. Aber wie gut, dass wir die 23er hier direkt auf Anfahrt haben. Ja, man hätte das LF noch auffüllen müssen. Das ist jetzt doof. Ach, guck mal, selbst die beiden fahren weiter. Aber ich meine, dass der RTW, der fährt sowieso nochmal einen Meter weiter. Guck mal, wie gut, dass ich den zuerst alarmiert habe. Jetzt sind die sogar noch vor allen anderen da. Hätte ich nicht mitgerechnet. So, erstmal Wasserversorgung. So ein Delka-Wenderohr vornehmen können. Ihr legt den Verteiler direkt mal nach hinten rein. Ebenfalls Wasserversorgung aufbauen. Wir müssen aufpassen, dass das Feuer nicht nach hinten abhaut.
einmal untersuchen. Wir müssen auch eigentlich... Achso, warte mal. Erkunden heißt das, ne? Beziehungsweise, ne, BMA zurückstellen, das... Können wir noch gar nicht machen, aktuell. Also am Arsch. Mein Gott, ey. Hol Diebstahl, Roger, verstanden. Haben wir mit? Ah, guck mal, wir können schon... Eigentlich von, ich möchte noch nicht sagen unter Kontrolle, aber ja doch. Ah komm, DLK macht Bereitstellung. Doch, das sieht relativ unter Kontrolle aus. Ja gut, jetzt bleib fahren, nein. Dass du fährst erstmal noch durch, dann bleibst du schon, wenn du hier bist, eh da. Was haben wir denn da Schönes? Zivilschutz, richtig cool. 11 Cuts oder wie? Oh, mega. Schick, schick. Richtig cool. Ja, Feuer ist so gut wie aus. Ja. Gut, dass ihr aufgebaut habt. Ihr könnt direkt wieder abbauen. Alpenhochmelder zurücksetzen. Alle Einheiten heimschicken. Oh, warte mal. Nein, 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 nein. Das war eine doofe Sache. Ich meine, LW gerade jetzt nach Hause geschickt. Vielleicht erstmal die BMA zurückstellen, ne? Könnte helfen. Aber auch nur vielleicht. Fahren hier ohne die BMA zurückstellen. Geht ja mal gar nicht. So, wo läufst du überhaupt lang? Das geht auch mal gar nicht. Tür mit Pol wieder verschließen. Sehr schön. Gut, dass die Pol noch da ist. So. So und nicht anders wird's gemacht. B1 zurückgestellt. Alle Einheiten frei auf Funk. B2, Brand ein Familienhaus. Auch da wieder Brand bestätigt. So sieht's doch aus. Ja, super. Ihr fahrt durch, ihr parkt da, die DLK. Ja, das hört sich doch gut an. Abfangkurs. Widerstand ist zwecklos, andernfalls werden sie mit dem Mehrzweckstock niedergestreckt. Ach, jetzt fahr doch nicht in den Weg rum. Nein! Was ist denn jetzt los? Ah, Trick 17. Einmal F7 drücken, dann ist der Grafikfehler wieder behoben. Glückwunsch, dass das so gut geklappt hat. Aber den Straftäter haben wir so festgenommen. Da würde ich direkt sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir hatten Feuer, wir hatten Verkehrsunfall und wir hatten Polizei und Rettungsdienst am Start. Mega geil. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Reingehauen und ciao.